Ihr wollt wissen, wie man ganz einfach mit einer elektrischen Pumpe die Boards aufpumpen kann? Dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen zu diesem Video. Ja, das ist hier die Pumpe, die wir haben. Star Sub Pumpe. Ich hatte die bei Amazon gefunden. Ich suche sie mal und verlinke sie euch unten in der Infobox. Hat verschiedene Aufsätze, dass man auch verschiedene Dinge damit quasi aufpumpen kann. Und hat auch diesen Sub-Aufsatz. Dreht man dann einfach hier rein. Hier könnt ihr dann quasi einstellen, wie viel PSI ihr quasi auf dem Board haben wollt. Bei mir ist es jetzt quasi die 15. Dann steckt man es, wie gesagt, an, drückt auf den Knopf, dann wird es laut und eine Viertelstunde später. So, jetzt hat die Pumpe aufgehört. Jetzt einfach einmal abmachen. Vorher wichtig, hier das noch verschließen, sonst würde jetzt die ganze Luft wieder rausgehen. Das sehe ich ganz oft, dass das Leute vergessen. Ja, und das war's. Und jetzt kann losgepaddelt werden. Ich finde die Pumpe total toll, sie wird sehr warm. Aber es geht grundsätzlich. Bin ich sehr zufrieden mit der Pumpe. Ist bisher noch nichts gewesen, was negativ wäre. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Tipp da lassen. Bis zum nächsten Mal.